Hallo meine lieben Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Revelations. In der letzten Folge haben wir eine alte Erinnerung gemacht und heute wollen wir die nächsten Schlüsseln suchen, die nächste Erinnerung, weil ich gerade ein paar Assassinen weggeschickt habe. Salute! Ich bin zwei Büchern auf der Spur. Eines nahe Top Capi und das andere im Bayezid-Bezirk. Bayezid zuerst. Top Capi ist eine Sackgasse. Ah, oh, sie. Was haltet ihr davon? Oh, Ezio. Incredibile. Frühe koptische Bindung. Noch gut erhalten. Erstaunlich. Das scheint eine Abschrift aus dem 3. Jahrhundert zu sein. Sophia, was ist hier geschehen? Ach, das passiert ein-, zweimal pro Jahr. Leute brechen ein und hoffen, hier Geld zu finden. Ich habe nicht viel hier, aber dieses Mal haben sie ein wertvolles Gemälde erbeutet. Eine Schande. Arbeitet weiter. Ich werde euer Gemälde finden. Ezio, der Dieb ist längst über alle Berge. Wenn der Dieb Geld suchte und das Gemälde nahm, dann ist er noch in der Nähe, um es loszuwerden. Nun, falls ihr es innerhalb der nächsten Stunden findet, trefft mich am Aquädukt. Ich habe dort zu tun. Ja, dann wollen wir mal das Gemälde holen. Porträt einer Dame. Jemand ist in Sophias Geschäft eingebrochen und hat ihr ein recht wertvolles Gemälde gestohlen. Beschaffen wir das Gemälde zurück, während sie weiterarbeitet. Beschaffen Sie. Warum werden Sie... Beschaffe... Das Gemälde stehen, ohne vom Händler gesehen zu werden. Okay. Mach ich doch. Vielen Dank. Entschuldigung. Ich musste gerade niesen, deswegen bin ich stehen geblieben. Hui. Bei allen Heiligen, was macht er da? Dieser Mann sieht mir recht suspekt aus. Alter, das ist laut! So in die Richtung geht's, von da kam er. Ach, da sitzen sie doch. Wo ist es, Ladro? Gestehe! Ich hab... Das muss ich auch nicht. Ich verprügel dich einfach, bis du redest. Schön in den Bauch. Mir ist egal, wie du an das Gemälde kamst. Sag mir nur, wo es ist. Ich gab es einem Händler auf dem Bazar. Wovon soll ich sonst leben? Nächstes Mal. Finde einen anderen Weg, Kanaria. So, jetzt müssen wir den Händler suchen. Nicht gut. Haben wir gerade zumindest ein paar Kortisanen in der Nähe? Haben wir. Geht vor. Ich habe ein Gemälde zu verkaufen, falls ihr Interesse habt. Ein leuchtendes Porträt. Seht, wie lebendig sie aussieht. Ihre Schönheit ist unverkennbar. So. Und ich wurde nicht erwischt. So gefällt mir das. Da sind es, ich sehe sie schon. Sie leuchtet schon im Licht. Hier, das Gemälde. Es ist gut getroffen, findet ihr nicht? Das Original ist mir lieber. Buffone. Es war ein Geschenk meines Vaters zu meinem 28. Geburtstag. Ich musste eine Woche für Albrecht Dürer Modell sitzen. Könnt ihr das glauben? Ich 7 Tage still sitzen, ohne etwas zu tun? Kann ich nicht. Una tortura. Also, ich habe euch ein weiteres Buch gefunden und es ist nicht weit von hier entfernt. Grazie. Ezio, worum geht es überhaupt? Ihr seid kein Gelehrter, so viel ist klar. Arbeitet ihr für die Kirche? Nicht die Kirche, nein. Doch ich bin ein Lehrer, sozusagen.
Eines Tages erkläre ich es euch, Sophia. Wenn ich kann. Alter, ihre Augen. Was mit ihren Augen? Habt ihr das gesehen? Zur Hölle, was ist denn mit ihren Augen los gewesen? Alter. Alter, was war das jetzt? Da war nichts drauf, nee. Ihre Augen haben etwas geflackert. Die waren etwas in Flackerlaune. Jetzt umgucken, ob wir irgendwas entdecken. Alle, hopp. Da war doch ein Seilding. Ja. Ich würde das nämlich benutzen, um in die Richtung zu fahren. Sparen wir etwas Zeit. Hui! Hopp. Okay. Man kann nämlich alle Städte einfach erobern, wenn man schon so gesehen einen Meisterassassinen hat. Ist es ein bisschen einfach. Ach, ich musste mich gerade nochmal muten. Weil ich urplötzlich anfangen musste zu husten. Hier an der Seite ist ein Animus-Fragment. Wie? Zeichen und Symbole Teil 2. Niccolo Polo hat ein Buch in der Nähe des Valens Aquadukts versteckt. Das Hinweis zum Versteck eines Massivschlüssels enthält. Benutzen Sie die Polo-Symbole, um es zu entdecken. Da-dam, ba-dam, ba-dam. Ich warte immer noch übrigens auf den Molchi-Mörder, der irgendwann mal auftaucht hinter mir. Da war der Altersspruch. Da wir schon hier sind. Das ging aber relativ schnell. Wenn wir schon hier sind. Haben wir denn noch was schön Schweres hier? Das dauert. Okay, das ist zu viel. Machen wir das hier. 4 Stück kann ich wegschicken. Dann nehmen wir noch ein 4er dazu. Hoch. Ich glaube, das wäre falsch, aber... Hat funktioniert? Cool. Hole ich nämlich mir darüber das Geld, statt über die Geschäfte. Letztes Mal hat sich, glaube ich, die Geschäfte fast alle gekauft. Aber so... Kriege ich trotzdem Geld? Meine Assassinen leveln auf, werden immer besser? Ja, kann man machen. Trotzdem ist die Musik meiner Meinung nach zu laut. Das Mädchen mit der Flöte von Minanda wurde entdeckt. Nein, ich möchte das nicht kaufen. Oder meine Ohren sind einfach extrem leises gewöhnt, aber das glaube ich nicht. Aber holen wir uns mal die nächsten Schlüssel. Wippura, Schlüsselzeit. Hihihi, ja. Hm.
Weil auf die Hauptmission hatte ich gerade noch keine Lust, deswegen lass mal das machen. Und ich habe die Assassinen weggeschickt gehabt und es hat sich er geboten. Was hast du gefunden? Einen Schlüssel? Irgendeine Art Tür, doch sie ist fest zugemauert. Ah, vielversprechend. Der erste Schlüssel lag hinter einer ähnlichen Tür. Ist das so? Und wie öffnet man diese Tür? Überhaupt nicht. Es war das Erdbeben. Iperocha. Aber wir haben nur ein paar Fässer Schießpulver. Das sollte reichen. Und tut es das nicht, holen wir mehr. Diavolo! Der Assassine! Los, los! Hahaha, Forum Bovis, ein Hinweis der Polo-Brüder für die Ätze zum Forum Bovis. Leider sind die Entempler auch schon dort und suchen. Keine Gesundheit verlieren. Bitte was? Ja. Ihr kommt hier nicht lebend raus! Gute Sache, Ezio. Statt zu laufen, ist er einfach stehen geblieben. Warte, fallen lassen. Alter, meine Ohren! Hilfe! Das wird laut, 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 laut. Zum, zum, zum. So, weiter geht's. Nein, nein. Er ist hier irgendwo. Hopp. Hopp. Assassine! Lalalala. Ich bin gerade ruhig, weil ich extrem konzentriert bin, damit ich hier keine Scheiße baue. Schneller, 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 das kriegt gerade ein. Das war beinahe in die Hose gegangen, weil ich zu viele Tasten auf einmal gedrückt habe. Zeigt euch! Ich bin dabei, Spiel. Immer mit der Ruhe. Er ist hinter uns. Den Irren darf man nie unterschätzen. Da-da-da-da-da-da-da-da. Wildwasserbahn! Hui! Okay, oder Wasserfall. Hallo Templer. Wollen wir kämpfen? Yeah.
Komm. Da ist er! Auf ihn! Yes. Schön. Hätten wir auch, ohne Schaden zu nehmen. Oh, da stehen erstmal Kisten. Ne? Kisten, Kisten, Kisten. Kisten gefallen mir sehr. Money. Ich überlege gerade, die Schwertschneide kostet bestimmt auch 12.000. Ich liebe einfach große Schwerter in dem Spiel. Okay, da hätten wir das Geld. Die mittlere ist es doch. Ja, es ist immer die mittlere Tür. Da haben wir Schlüssel Nummer 3. Keine Gesundheit verlieren, Happy Pura. Das freut mir. So. Jetzt brauchen wir einen Schneider, damit ich mein Geld ausgeben kann. Und die Assassinen sind ja wieder da, stimmt. Ja, das ist alles in Ordnung so. Ah. Schnellreiseding in der Nähe, das wäre cool. Okay, wir haben eine Schnellreise-Ding in der Nähe. Okay, dann gehen wir kurz ins Assassinen-Hauptquartier. Da oben war ja alles. Unterschlupf. Die Erinnerung machen wir beim nächsten Mal und dann machen wir auch direkt beim nächsten Mal dann. Ich blick gerade, dann geht die Erinnerung. Ansonsten kombinieren wir das. Kann ich hier auch mit den Assassinen dingen? Schön. Hier kann ich das auch machen, ne? Ist niemand aufgestiegen? Sehr gut. 20.000. Da war die Brücke. Ja. Da haben wir den Schmied. Ein Schneider muss da auch in der Nähe sein, oder? Der ist da hinten. Halleluja. Ich kaufe das Schwert schon mal, aber ich kann ohne Schwertschneider das Schwert nicht kaufen. Geld ist keins da, schätze ich mal. Boah, diese langen 20 Minuten, Alter. Das kann ja noch weiter weg sein. Ich habe hier eine medizinische Abhandlung. In meinem Geschäft. Hallo. Wie viel kostet du? 8.000. Ich weiß, ich opfere ja mein Geld dafür, aber Fallschirme. Ich kann mir das Schwert jetzt leider nicht leisten, aber gut. Wie viele Fallschirme habe ich jetzt? 5. Die reichen. Ich will kurz was bei den Buchtypen nachgucken. Nein. Karte, die ich suche, hast du nicht? Ja, kann ich alles haben. Ja, ich kann nicht alles haben, als hätte er gewusst, was ich wollte von ihm. Die Mission war erfolgreich.
Schauen wir mal nach. Das war jetzt nicht ganz so meine... Das reicht immer noch nicht ganz. Ja, vielleicht beim nächsten Mal reicht es dann mit der Bankzeit. Rauchbomben. Dankeschön. U-Play-Erfolg. Okay. Da mein Schwarzmarkthändler. Brauche ich aber nicht. Aber ich würde sagen, das war's mit dieser Folge von Assassin's Creed Revelations. Wir haben den dritten Masterschlüssel. Dann machen wir beim nächsten Mal die alte Erinnerung. Dann hoffe ich nach der Zeit, dass wir dann Geld abheben können und uns dann ein neues Schwert leisten können. Und ja, bis dann.